habe schon aus Versehen spielen gesagt. Oh. Hallo. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu FIFA 16. Let's play together. Ich habe aus Versehen schon auf Spielen gedrückt. Tut mir leid, wieder einmal. Ja, das ist das zweite Mal heute während meiner Aufnahme. Hier ist wieder euer Skynet 552 und Psychonaut. Und wir spielen mal wieder FIFA Let's Play Together. Karrieremodus. Dieses Mal gegen den FCA. FCA, 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 FCA. Augsburg strauchelt sehr in der Bundesliga. Aber in Europa League läuft es dafür umso besser. Wir haben da vorne diesen bulligen Stürmer Raúl Bobadilla, der eigentlich gar nicht so schlecht spielt. Da Jashioku, von dem halte ich persönlich auch extrem viel, aus Mainz noch geholt. Sie haben auch einen guten Trainer, Markus Weinziel. Aber heute werden sie untergehen, denn es spielt Hertha BSC gegen FC Augsburg. Mal wieder im tiefsten Winter. Das Spiel wird lieblich kommentiert von Paul Fuchs und von Buschmann. Und Skylet 552 und Arsturno. Eigentlich wusste ich das sagen. Ich habe heute mal die Anmoderation hier übernommen. Frecherweise. Frech und dreist, muss man das auch so annehmen. Du musst ein Schwein sein. Das ist die Hype-Bilanz. Wie sagt das? Du musst gemein sein. Gemeinsam. Also in Tor unser Nummer 1, Thomas. Kraft. Dann Weiser, Brooks, Lustenberger, Plattenhardt in der Verteidigung. Genki, Roy Behrens über außen und Carlo und links ist Stürmer da vorne. Und mit denen werden wir jetzt auch wieder ordentlich Buden hier bauen. Die Startaufstellung ist Jan, Ingvar, Kaisenbrei. Jetzt müssen wir auf Boan Altitop, Boan Dia. Das ja auch. Das wird ein schweres Spiel. Eswein und Joshua Kuhn. Ja, wir haben einen ganz wirklich einen tollen Kader eigentlich. Die haben sich auch verdient in den letzten Jahren. Waren ja eigentlich immer Abstiegskandidat Nummer 1, aber haben immer geschafft, doch sich zu retten, eine gute Saison zu spielen. Letztendlich meistens in der zweiten Hälfte der Saison. Wir müssen mal anfangen jetzt hier. Das passiert eigentlich, wenn man jetzt nicht anfängt. Gibt der Schiri ein Geld? Wollen wir mal testen? Ey! Ey! Ich hab dich mal gedrückt! Ah, dann geht's einfach von alleine los. Ah, cool! Das war Kalu, das war Kalu, das war Kalu. Klasse aufgebaut! Er kommt an den Ball! Ey, ich versuche zu passen, aber da falschen etwas zu stoppen. Guter Körpereinsatz hier! Scheller geht zu hart in Zweikämpfe rein, so soll ein Top-Mannschaft auch sein. Carlo stoppt. Dann geht sofort rein, als er los starten will. Er kommt ja gerade erst von einer Verletzung wieder zurück. Vielleicht muss er sich erstmal wieder etwas eingewöhnen hier. An das Bundesliga-Titel. Altintop. Kalsenbracker. Kalsenbracker, muss ich mal sagen, hat den geilsten Namen in der Bundesliga. Das war eine fiese Grätsche. Mit dem Ball am Fuß. Sehr schön. Hallo. Und ja, Tor. Nein. Nein. What the fuck, Dad, in seinem Leben. Aber man kann es immer nie wissen. Manchmal parieren ja die Torwarte auch erstaunlich gut. Was war das? Ich hab den Haupt. So, Kalu gegen alle jetzt hier. Schön. Darida oder schneller läuft mit in die Mitte. Das war Kalu. Ja! Ah, spielt quer und. Er hat ihn getroffen.
Davida! Geiles Ding! Davida haben wir gerade im Vertrag frisch verlängert. Er belohnt uns hier mit einem Türchen nach unserem Geschmack. Aber das also schon oft gesehen, aber genauso ist immer wieder ein Augenschmaus. Eine Augenweide, so muss man spielen. Genau richtig gestanden dafür. Also, wer ist der beste Start und bei den letzten Geister Club? Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ich würde mal sagen, ha, ho, he! Wobei ich das bei Union hier dem Trainer Sascha Lewandowski sind jetzt auch schon wieder immer die eisernen Scherze. Die eisernen. Boah, schöner Pass. Und ich passe gleich mal weiter. Das läuft doch heute hier hervorragend. Danke. Ja, das läuft auch. Weiser läuft. Weiser startet. Er bekommt die Unterstützung. Ah. Gestoppt. Das war eine eigentlich eine schöne Ballrolle vorher noch. War verkackt. Muss man mal mit dem Frust umgehen. Frust statt Lust. Das Spiel auf die andere Seite. Dieser Sack. Wieder so gut gemacht. Muss man anerkennen. Der Ball ist über. Darum geht es ja im Sport. Man muss immer Respekt haben auch vor dem Gegner. Schierbrett. Boah! Nein! Nein! Fresse! Ich hatte die Chance gehabt! Du willst ja wirklich schon wieder hoch werden. Nein! Wie ich schon immer wieder sage, Schüsselnaut, der Astronaut, lässt mich schon gerne abseits laufen. Was soll man noch dagegen machen, meine Liebe? Und was war das schon wieder für ein Fehlpass? Typisch Einzelner. Über unser Haupt hier. Und sowieso, meine liebe Freunde Berliner, es geht jetzt nicht darum, da wer von uns der bessere Club hat. Es geht um Freude, Spiel. Um überhaupt für euch was zu zeigen. Deshalb, ich habe eigentlich nichts gegen Eisenach. Auch nicht auf Union. Ich habe nichts gegen ihn. Deshalb werde ich auch dazu keine dummen Kommentare dann lesen. Wenn jetzt, wenn es passiert, also meine liebe Zuschauer, passen bloß auf, sonst wird ihr gesperrt. Und wir dominieren hier Augsburg. Eigentlich haben wir eine ausgeglichene Partie. Ja. Schönes Solo hier mit Kanal Duschen mit dem Übersteiger noch vorneweg. Gucken wir uns gleich nochmal an, den Spezialjubel. Ja, fällt halt in Ohnmacht, weil sie ein Tor so gut war. Oder wie soll man das interpretieren? Alter! Was ich ja besonders geil finde, ist irgendwie auch dieser Vogel, den man ins Jubel machen kann. Den finde ich aber noch nicht oft hin und muss ich nochmal üben. So, der Schwierig über den Zug ist jetzt hier ganz schön. Verraten Sie mich alle Tricks und Tipps. Ah, Mann, so schön die Lücke reingespielt da unten. Gibt's denn? Weiter geht es mit einem Einwurf. Müssen wir leider nicht. Das ist gerade nochmal gut gegangen. Warum soll ich gerade nicht? Sorry. Hallo steht. Die Mitspieler bieten sich an. Mensch, schieß doch. Mann. Warum sind sie nicht abgespielt? Ich wollte Zylinder schließen, aber der Vogel hat einfach Darida nicht mehr reagiert. So, jetzt. Ja! Jetzt aber! Ja! Die geilste Scheiße ist das. So, jetzt wird's deutlich. Also, und Kalu macht sein Tor, kommt zurück aus seiner Verletzung.
spielt hier fußballerisch geschickt und bekommt. Also es drei Spieler aus. Also er macht da weiter, wo er zuerst aufgehört. Mann, und jetzt haben wir heute mal hier wirklich einen Samstag erwischt. 3:0 in 35 Minuten. Mal gucken, ob wir es noch steigern können. Der Pass zurück zum Keeper. Wir brauchen mal wieder so ein 8:0. Da muss alles passen. Muss alles passen. Bisher passt es. Gute Flanke. Flanke zu ungenau. So hat sie der Torwart. Sieht wirklich klar. Kalu. Und Roy Behrens mit ein. Roy Behrens alleine gehen. Alleine. Nein! Ich hatte Kalu nicht eingeloggt, deswegen ging der Ball an Kalu anscheinend vorbei. Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Ich habe meinen Solo versucht, aber wir sind auf dem Ball. Und dann braucht man noch ein bisschen Unterstützung. Da kommt es. Und hat den Ball. Gut gedacht. Schluss gemacht. Bobadilla. Oh, warum? Wieso? Haraguchi. Kalu steht. Kalu ist heiß. Foul! Ja, wollte gerade sagen. Kalu steht. Kalu stand. Kalu nicht mehr. Aber hier unten jetzt. Oh! Schade. Ich wurde noch die letzte Sekunde aufgehalten. Und wenn sie nicht auf. Naja, 3:0 in einer Halbzeit können wir gerade so akzeptieren. Aber es ist schon wieder kritisch, dass wir in den letzten 10 Minuten vor der Halbzeitpause auch noch ein Tor geschossen haben. Darida! Der geilste Tor von Darida. Er sah schlecht aus. Marvin Witz, denke ich, auch ein guter Tor. Ne? Da sieht man, wie es gekämpft wird. Es wird gezogen und gewogen. Dann hier kann ein schönes Solo. Kalu! Oh. Latte. Und er schießt. Da macht er Torschützen, Darida. Aber das schon muss man denken, dass er sich schon etwas angetan hat. Und Kalu. Kalu! Wie macht er den denn rein? Also so kann es wirklich weitergehen. Muss es. Muss. Da gibt es keine. Die zweite Hälfte läuft und sie gehen mit einer beruhigenden Führung in die zweiten 45 Minuten. Hier gibt es keine Ausreden. Du musst einfach hart reingegangen werden. Was war das? Und den Ball hat er sich geholt. Kalu. Was war das für ein Scheißpass? Den Ball kann der Torwart aufnehmen. Ups. Mann. So ein blöder Mistpass. Haraguchi. War was? Ich schaue mal an außen vorbei. Mann, Alter. Was ist das für Pässe? Irgendwie kommt von denen nur die letzten 10 Minuten nur Fehlpässe, oder? Warum muss man nicht hoffen? Ich habe jetzt immer wieder Steilpass gedrückt. Ja, das ist der Fehler. Das Spiel jetzt frei zu machen. Ja. Sollte man wirklich nur sporadisch einsetzen? Und auf dem rutschigen Untergrund geht es natürlich noch besser. Er wirft den Ball schnell ein. Die Flanke holt sich der Verteidiger, dabei kam sie eigentlich gut rein. Was
Was machen sie? Jetzt schießt er. Die Chance nutzt er nicht. Der Schnee. Was war das für ein Rückpass gewesen? Ich sage jetzt mal nichts dazu. Kein Kommentar. Die nächste Paarung in der Bundesliga eingeblendet für Hertha BSC. Dann geht es auswärts gegen Werder Bremen. Eine interessante Konstellation. Wir sind als der Steilpass wieder richtig. Und Kanu und Kanu. Oh Mann. Ich hab den noch reinspringen sehen. Scheiße. Das ist ein Schade. Die Augsburger sind also in Kürze wieder am Start. Ja, es geht gegen Eintracht Frankfurt im nächsten Spiel in der Bundesliga. Und jetzt marschiere ich einfach. Ich marschiere einfach und. Ja! aber ich habe den wollte ich aber auch. Den wollte ich jetzt nicht. Genau, mit aller Macht und Kraft wollte ich da einfach durchmarschieren. Aber wie ich den Torhüter überhaupt irritiert habe, Ricardo. Ja, sie haben auch ihren Job gemacht hier. Mit links ordentlich abgezogen. Schon der zweite von meiner Busche. Da hoffe ich, Ricardo. Das stimmt. Das ist die aller Tage. So ein eindeutiges Spiel. Also ein geiler Transfer. Blüht auf, wird immer besser. Hat sich gelohnt. Aber ich finde eigentlich schade für den. Bin eh ein Fan. Dass er also, dass er ein Stürmer ist, so selten trifft. Er hat Speed, ja. Und alles, was ein Stürmer braucht. Aber er trifft einfach viel zu selten. Boah. Die Augsburger machen die Ehrentor noch. Schatz auf Ehrentor. Gleich mal weggedrückt, hätte man es noch machen können. Am Ausgang des Spiels ändert das wahrscheinlich nichts mehr. Trotzdem, die Fans freuen sich über diesen kosmetischen Eingriff ins Ergebnis. Ja, vielleicht ist es auch schon so weit. Schön gemacht hier und. Ja, dann war die Flanke etwas. Ich habe jetzt das Spiel gesehen, was ich wollte. Ja, war. Ja, das war sehr schön gesehen und oh, da wieder! Geil! Der erste Treffer hat ihn wohl. Also wenn das mal nicht endlich mal wieder ein richtig gutes Spiel von uns ist, dann wäre es auch. Natürlich gegen einen relativ unschnittlichen Gegner, muss man auch sagen. Dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive. Aber eiskalt verwandelt. Der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Der hat doch Eiswürfel in den Arsch. Da war der Torhüter wirklich chancenlos. Es war. Die Gäste werden wechseln. Wieder zu steil, da war keine Chance, den Pass da gewinnbringend anzunehmen. Jetzt sind wir schon wieder gut am Pressen. Ah, schade. Es war. Versuchen wir in die Laufwege zu gehen. Bobadilla. Vollner. Wobei man sich dann da fein justiert, wenn man einfach verspürt, dass die besser was auf. Und jetzt die Chance. Ja, das wird das 6:1. Das wird das 6:1. Was ist das? Der Tüte gespielt. Der es war halt echt Kaluga und jetzt auch dann. Ja, das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Komisch. Komisch gelaufen. Ich glaube selber. Hat er anscheinend gehabt. Ja, wir hätten was umgeschaltet. Super Aktion. Gut geklärt. Aber wir kommen. Das 6:1 ist nur eine Frage der Zeit. Foul, ja, Freistoß. Und das ist eine gute Gelegenheit. Da springen sie hoch und blocken den Ball. Jetzt gibt es eine Ecke, könnte gefährlich werden. Vorbei. Ich weiß nicht, hier wirklich in den Arsch, wenn wir jetzt nicht mal einen Tor machen. Will ich sehen. Darida. Nein! Bleibt doch nicht so blöd hängen. Für er macht den Fehler nicht. Er bekommt Hilfe! Aber jetzt ab durch die Mitte. Und. Er zieht ab! Oh. Er passt
auf und wirft in den Schuss. Leider noch abgeblockt, tut mir leid. War auch etwas gut. Darida. Das. Jetzt ist die Kugel weg. Wenigstens. Ein wenig ist die Luft raus aus dieser Partie. Der Spielstand ist eindeutig und so warten hier beide Mannschaften auf den Abpfiff. Da passt er auf und kann klären. Was labert denn dieser Wolf Fuster? Wir warten auf Roma. Ja. Ich glaube, wir müssen jetzt echt mal wechseln, oder? Oh ja. Was haben sie gemacht? So, wir müssen aber mal aufpassen, dass wir dann hier nicht durcheinander gehen. Aber bei einem Stand von 5 zu 1 können wir uns schon mal mit der nächsten. Schön die Stürmer ausgewechselt, dann war jetzt ganz frisch. Der kommende Gegner, Hertha heißt Werder Bremen. Wenn sie da so auftreten wie heute, sieht's gut aus. Haraguchi. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Oh, und der ist glaube ich schon wieder. Ich muss jetzt mal ein bisschen mehr passen hier. Ich habe jetzt hier was zu ich bezogen gespielt. Axt. Ist das Fußball- und Teamsport? Jetzt haben wir noch eine Chance hier. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Mann, wir müssen doch um 6-1 hinkriegen. Und jetzt gibt's hier noch Gelb. Warum gibt es jetzt hier Gelb? Wofür? Abgewartet. Sehr gut gemacht. Richtig, das Spiel zunächst weiterlaufen zu lassen. Lächerlich. Was ist das? Foul. Ey. Schussversuch. Sie wollen zumindest noch ein Tor aufholen. Aber hier hat es nicht geklappt. Jetzt lässt der Schiri ja alles durchgehen. Plattenhardt. Er schießt. No. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Schöne Chance. Gleich bringt er die Ecke rein. Wir sind schon in Spielzeit. Auch hier richtig gesehen vom Unparteiischen. Ist gerade kein Wort mehr. Keine ganz schnelle Unterhaltung. Ich will sowas von auf das Spiel konzentrieren. Ja, muss aber auch mal sein. Kann man immer was sagen. Jetzt haben wir hier nochmal. Ich glaube, das sieht richtig gut aus. Gut gespielt. Ist das die Chance? Mann! Es ist nicht mehr lange zu spielen. Scheiße, das war eine Chance auf 6-1. Ja. Gut so. Jetzt. Nee, das war's. Das war's. Mist! Mist! Wir hätten auf jeden Fall noch das ein oder andere Tor hinzaubern können. Aber gut. Trotzdem können wir zufrieden sein mit dem Ergebnis. Wir hoffen, wir haben euch wieder gut unterhalten. Zu Hause sind sie stark. Und verabschieden uns mit dieser starken Leistung. Aber das hat mir recht. Tja, Augsburg, wir konnten euch leider keine Punkte schenken. Gucken wir uns noch die Highlights an? Oder? Gut. Wir entspannen uns jetzt mal ein bisschen bei den Highlights. Also mich ärgert es schon, dass wir jetzt nur 5-1 gewonnen haben. Bei der Überlegenheit hätte noch mehr drin sein müssen. Da müssen wir selbstkritisch sein. Normalerweise müssen wir auf diesem Niveau jedes Spiel. Ich will jetzt keine Person angucken. Dieser Lattenschuss hier. Also jedes Mal muss man so denken, dass er sich schon verletzt hat. Kalou! Rums! Da rumst es im Kasten. Tja, jetzt hat 5 Stück eingeschenkt bekommen. Der Schweizer. Mach ihn! Dann hier quasi der Robo-Dance.
Sie machen das Tor. Das Tor. Guttun, aber das Ergebnis bleibt Hamid eindeutig. Und Daniel Altintop. Überhaupt, dass der Altintop in Augsburg so einschlägt, wer hätte das gedacht? Jetzt hat er ja gerade so ein bisschen eine Krise. Ja, ich glaube, der wird auch hinten sein. Und jetzt ein Schuss. Und da ist das Tor. Da wieder lässt sich jemand feiern. Was ist das? Komische Foul. Eine der wenigen Augsburger Chancen hier. Boah, war das knapp. Ich fasse es nicht. Mann, den hätte ich so gerne reingemacht. Schellbrett, der hätte sich auch noch sein Tor verdient. Weiter. Also, super, super Leistung. Das war's mal wieder. Wir hoffen, ihr habt's genossen und verabschieden uns. Psychonaut und Skynet. Tschö mit Ö und Ciao mit V. Bis zum nächsten Mal. Gold, Skillspiel abgeschlossen, 50 Erfahrungspunkte. Wir haben mittlerweile 10 Punkte Vorsprung in der Meisterschaft. Das wird ein Fest. Wir werden den Titel holen. Dann müssen wir noch den DFB-Pokal gewinnen. Und nächste Saison, wenn unser Let's Play Together hoffentlich weitergeht, dann rocken wir dann auch die Champions League und werden diesen Titel uns auch bescheren. Kalu. Eine kleine Durchsage, also kleine Information an euch allen, meine Zuschauer und Zuschauer. Ich wurde gerade informiert, dass heute das Spiel Deutschland gegen Holland abgesagt wurde. Echt? Wegen Terrorgefahr. Das gibt's doch nicht, ich fass es nicht. Das ist ja der Hammer. Scheiße, scheiße. Also Zuschauer. Boah, übel, übel. Jetzt kommt der Terror hoffentlich nicht nach Deutschland. Ja, darüber muss ich auch ganz schön was sagen. Es kann passieren. Wir haben schon sehr getraut. Was haben Sie gemacht? Angebot für Haraguchi abgelehnt. Künftige ich wollte gerade was sagen. Wir verkaufen ihn nicht. Diese Anschläge und Attentate sind ja wirklich furchtbar und sehr. Also, weil wir gerade über Achtenschlag und Terror sind, ey, das ist furchtbar, was am Freitag in Paris passiert ist, ey. Das war der Schock überhaupt. Den ganzen Europa, überhaupt den ganz Deutschland. Meine ehrliche Meinung. Wenn es wirklich diese Touristen, genau wie die, sollte mal endlich mal was gemacht werden. Und ich befürchte gerade auch noch, wenn die Flüchtlinge genauso Terroristen sind wie die, sorry, Frau Merkel, halt mal lieber da die Augen auf. Weil wir wollen alle mal, ich spreche wirklich von allen, dass in Deutschland nicht genauso passiert, wie was in Frankreich passiert. Also, Augen auf, schauen mal hin, bevor ihr mehrere Flüchtlinge reinbringen wollt. Naja, also ich glaube nicht, dass so viele Terroristen unter den Flüchtlingen sind. Es ist natürlich möglich, man kann es nicht vorhersagen. Aber man muss ja auch sagen, die Attentäter in Paris waren ja Franzosen auch gewesen, französische Staatsbürger, quasi Migranten ja auch, aber mittlerweile französische Staatsbürger, die sich dann radikalisiert haben. Das kann man einfach auch oft nicht so verstehen, wie diese Radikalisierung passiert, wie so oft viele Franzosen und Deutsche sich dem Islamischen Staat da schon angeschlossen haben. Es bleibt ein Rätsel. Diesen Menschen muss es nicht gut gehen. Vielleicht haben die ein schlechtes Selbstwertgefühl. Vielleicht haben die den Anschluss an die Gesellschaft verloren. Vielleicht ist ihnen langweilig. Keine Ahnung. Oder sie werden religiös fanatisch. Aber ja, wollen wir mal das Beste hoffen. Bisher ist in Deutschland nichts passiert. Bisher waren nur andere Länder stark getroffen von Attentaten und Anschlägen. Aber das kann auch hier in Deutschland sein. Ja, leider. Ich befürchte auch, wenn Weihnachten bevorsteht, dass da auch wieder, wir werden wieder Polizisten und Sicherheitskräfte mit Waffen an den Hotspots sehen, glaube ich. Ja. Deshalb, bitte.
Halt da bitte mehr ein Auge. Wir wollen in Ruhe weiterleben. Wir wollen möglichst schwer. Und keine Angst haben müssen, ja genau. Auch in Freiheit wollen wir auch leben. Aber jetzt wollen wir mal hier nicht allzu viel politisch und gesellschaftlich herumphilosophieren. Sonst wird die Aufnahme auch zu lang. Vielleicht machen wir da auch beim nächsten Mal weiter. Man kann ja auch mal solche ernsten Themen ansprechen. Aber jetzt steht erstmal das Ende dieser Aufnahme bevor, oder? Ich warte eigentlich mal, bis die fertig sind. Ciao, mit V. Sie wollen sich nicht verabschieden. Jo, Rinderhorn, das war noch Kalu, Haraguchi, Bisilic, wir haben es geschafft. Drei Hatana sind Top-Torjäger. Damit verabschieden wir uns. Tschüss. Ciao.